Seid gegrüßt, meine Fans. Ja, ihr seid alle meine Fans. Und ihr liebt meine Videos und deswegen schaut ihr sie alle. So. Warum tue ich eigentlich manchmal so, als wäre ich behindert? Vielleicht bin ich behindert, wer weiß. Eine Tür? Dort sind drei Schlösser. Also brauche ich wohl auch drei Schlüssel. Es sei denn, das ist immer dasselbe Schloss. Irgendwas ist an der Karte, an der Wand geschrieben. Da stand doch Copied it to the map. Er hat es also auf seine eigene Karte übertragen. Der gute Harry. Ach genau, hier, das ist ja, ja. Vielleicht ist da dann ja durch dieses Haus ein Weg, wie wir zur Schule kommen. So, hier ist eine Gasse markiert, da ist ein Kreis und da ist ein Pfeil. Gehen wir mal zuerst überhaupt dahin, wo wir überhaupt hin müssen. Hä? Tipp, 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 tipp. Ich habe heute zum ersten Mal Final Fantasy 15 angespielt und es ist mega gut. Es ist so ein gutes Spiel. Ich habe es richtig genossen, dieses Spiel zu spielen. Ich hatte... War da irgendwas in der Gasse? Das sah wichtig aus. Ich hatte es schon so lange kein... Nein. Alter. Ich hatte schon so lange kein ordentliches Rollenspiel mehr. Huch, ich wollte eigentlich wissen, wie es ihm geht. Ihm geht's gut. Jetzt geht's ihm besser. Kann man hier rein? Ne, kann man nicht. Okay. Also, wie gesagt, das ist wirklich ein Rollenspiel, wie es im Bilderbuch steht. Wunderschön. Bisher, ich habe bisher nur eine Dreiviertelstunde gespielt, aber es ist toll. Ich glaube, da werde ich noch viele, viele Stunden investieren. Ich würde es ja gerne jetzt playen, aber ich habe keine Capture-Card, um das Bild von meiner PlayStation auf den PC zu übertragen und aufnehmen zu können. Also er kauft mir eine Capture-Card. Nein. Nichts gekauft bekommen. Boah, diese Viecher gehen mir jetzt auf den Sack. Hilfe. Ja, Hilfe. Wo muss ich überhaupt rein? Oh. Da rein. Ist hier irgendwas? Nein. Da leuchtet was. Der Schlüssel des Woodman. Ja, wir nehmen das. Ist das ein Kopf? Der Kopf eines Hundes. Armer Hund. Irgendwie finde ich es immer... Also wenn in Filmen Hunde sterben, dann muss ich immer sowas von heulen. Aber wenn ein Mensch stirbt, ist es mir egal. Aber Hundefilme... Hundefilme sind meine Schwachstelle. Ich hasse Hundefilme. Und ich liebe sie. Es ist eine Hassliebe. Liebe und Hass sind eng beieinander. Ja, und ich glaube, ich werde die meisten Monster hier einfach ausrennen. Also ich werde einfach wegrennen. Komm doch her. Na, wo willst du hin? Ich will doch nur spielen. Okay, es ist weg. Gut, dann können wir jetzt die... Da leuchtet doch noch was im Kofferraum. Schlüssel des Löwen. Oder Leon. Was auch immer. Mein kleiner Cousin heißt Leon.
Hallo Leon. Falls du mich hier schaust. Ach man, ich wünschte, ich hätte viel mehr Aufrufe. Natürlich ist es ein Hobby, klar. Aber wie cool wäre das doch, wenn ich so 20, 30 Aufrufe pro Video hätte. Das wäre geil. Ich habe mal geschaut, was mein meist geklicktes Video war. Es war wenig überraschend, aber es war ein Video, welches Brüste im Thumbnail hat. Das hat 113 Aufrufe. 113. Aber die Aufrufe sind ja egal. Denn die Watchtime war gering. Also, es wurde zwar 113 Mal angeklickt, aber die haben alle gleich wieder weggeklickt. Also bringt es mir auch nichts. Aber das hat mir doch schon gezeigt, dass es einen Unterschied macht, wenn die Thumbnails Titten beinhalten. Aber naja. Titten gehörten ja zum Spiel dazu. Also in diesem Video, was ich hatte, da waren die Titten ein fester Bestandteil des Levels. Also kann ich da gar nichts für. Und was war denn mein zweitmeist gesehenes Video? Ich meine, die Aufrufe an sich sind ja eigentlich egal. Es geht ja um die Wiedergabezeit, die Watchtime. Also wie lange das Video geschaut wurde. Nämlich. Oh, ich bin noch ein bisschen doof. Ich laufe andauernd falsch. Das Video, was am meisten oder am längsten geschaut wurde, das war tatsächlich mein Livestream. Aber das ist ja klar, wenn man Live-Zuschauer hat, also wenn man Zuschauer hat, die live zuschauen, kann man die auch leichter bei Laune halten. Das ist ja, man kann auf deren Nachrichten eingehen und dann kommt ein Dialog zustande und das ist einfach viel cooler. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mehr Livestreams mache. Ich mache immer noch weiterhin meine Videos und je nach Lust und Laune ein Livestream. Je nach Lust und Laune, wohlgemerkt. Das heißt, wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich auch keinen Livestream. Ist so, ne? So. Ah ja. Wer verriegelt seine Tür bitte schön mit drei Schlüsseln und versteckt diese Schlüssel dann in der ganzen Stadt? Was? Es wird wieder dunkel? Was geht hier vor? Jetzt wird's wieder gruselig, glaube ich. So viele Gesundheitsdrinks schon wieder. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Wow. Das klingt wie meine Kniegelenke. Wo bin ich überhaupt? Oh, ich bin auf der anderen Seite. Wortwörtlich scheinbar. Lauf! Z
Zum Glück kann man unbegrenzt laufen. Mann, meine Verdauung macht wieder Stress. Ich habe nämlich eben gerade Pizza gegessen und die macht sich gerade breit. In meinen Eingeweiden. Los, ab in die Schule. Juhu, in die Schule. Bin ich schon drauf gelaufen? Nein, es kommt erst noch. Okay. Na, hier kommt's. Elegant ausgewichen. So. Die Schule. Ich glaube mich zu erinnern, dass in der Schule das Stahlrohr sehr effektiv war. Oh, eine Karte. Das ist schön. Wir sind hier. Es gibt noch ein Kellergeschoss. Ein zweites Geschoss. Und ein Dach. Es ist ruhig. Zu ruhig. Moore, Ronaldo, Gordon. Das muss eine Liste der Lehrer sein. Ja, ist es so? Da ist etwas in Blut geschrieben. 10 Uhr, Alchemielabor. Das Gold in der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft ist in seiner Faust versteckt. Im Austausch für das heilige Wasser? Oh nein, nicht schon wieder Rätsel. Okay, was steht hier? Es ist Blut, ja. 5 Uhr. Dunkelheit, die erdrückende Hitze bringt. Die Flammen. Render the silence. Die Flammen erwachen, die Flammen schaffen Stille und erwecken das hungrige Biest. Oder so. Klingt nach der Sonne wahrscheinlich, keine Ahnung. 12 Uhr. Ein Ort mit Liedern und Geräuschen. Ein silberner Pfahl? Leitpfahl? Leitposten? Ist untapped in Lost Tanks. Awakening. Ein silberner Leitposten ist in verlorenen Zungen? Was ist das? Ich meine, ich verstehe es schon irgendwie, aber es fällt mir schwer, das zu übersetzen. Versteht ihr meine Lage? Oh, ein Bild. Der Kunstkritiker. Oh, Munition. So, irgendwo hier konnte man doch auch speichern, oder? So, speichern. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was diese mysteriösen Botschaften heißen sollen. Oder ob wir irgendwie was entziffern können daraus. Ich meine, das Alchemielabor könnte ja der... Kann man hier auch zoomen? Ja. Das könnte ja das Chemistry Lab sein. Und dieser Place mit Songs and Sounds könnte der Music Room sein. Aber das mit der Sonne um 5 Uhr könnte das Dach sein oder der Clock Tower, der Glockenturm, der Uhrenturm. Da müssen wir schauen. In der nächsten Folge dann. Auf Wiedersehen.
Ups, meine Verdauung. Oh, tschüss.